Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind gerade auf diesem Seeschiff, wo wir schon mal waren in Maria City, als es da mal angelegt hatte. Wir sind aber rausgeflogen. Nun sind wir endlich wieder hier. Wir waren im letzten Part noch in der Strandkarte, sind dann hier weitergegangen. Und ja, wir haben hier schon den rechten Gegner hier besiegt, aber den linken noch nicht. Ich möchte mal kurz gucken, wie das Pokémon-Team aussieht. Okay, Michelle ist auch noch vergiftet, Nico ist geschwächt. Generell, es sieht nicht ganz so gut mit unserem Team aus, aber wir kriegen es hin. Ich habe so im letzten Partner am Ende gesagt, eventuell werde ich so ein Pokémon Center gehen, wenn ich dran denke. Ich habe dran gedacht, aber ich dachte mir, ich gehe mal lieber nicht. Ich möchte es mal spannender halten. Wenn unsere Pokémon generell so ein bisschen geschwächt sind, ist es vielleicht auch wirklich generell spannender, was ich auch hoffe. Und uiuiui, ein Rabigator auf Level 47. Ein Level über uns. Okay. Ich wechsle. Mir sind die Unlicht-Attacken dann doch ein bisschen zu krass. Rüber zu René. René kann dann der Kampfattacke ausführen. Und dann das Rabigator ganz schnell besiegen. Ja, da wäre Knoscher gekommen und Finn wäre weg gewesen. Was sinkt? Die Verteidigung. Gut, dann ganz schnell weg mit dem Vieh. Fußkick! Ist eigentlich relativ schwer, daher sollte es One-Hit KO sein. Wunderbar. Und wenn ich Glück habe, kriegen beide ein Level up. Ja, wunderbar. Bei Finn hat ja auch nicht mehr viel gefehlt. Dankengut, ist das denn ernst, René? Mit Spezialangriff und Spezialverteidigung. Ist das dein Ernst? Das brauchst du überhaupt nicht. Du greifst physisch an. Ach, René. So, und Finn auch Level 47. Wunderbar. So, jetzt geht's hier erstmal weiter. Ich wechsle mal zu Luke, dass er vielleicht auch mal ein bisschen Training bekommt. Oder Nico. Nico bräuchte eigentlich theoretisch auch ein bisschen Training. Daher Nico mal kurz hier heilen. Dass er auch hier angreifen kann. Dass er auch mal hier ein bisschen Level aufsteigt. Perfekt. Let's go. Hier gibt's jetzt mehrere Wege. Einerseits geht's. Ah ne, ich dachte, hier geht's auch nach unten. Aber nee, geht's nicht. Dann gibt's hier mehrere Räume und hier hinten ist noch jemand. Ich kann mir einfach nicht merken, wie man sich mit den Teleportfeldern fortbewegt. Und ein Pokémon habe ich auch noch nicht bekommen. Aber sogar jemand wie ich weiß etwas Nützliches. Um eine Barriere zu beseitigen, muss man 4 Schalter betätigen, die man aufzieht, drauf tritt. Okay, der gibt uns Tipps. Einfach ein Wildfremden, der hier eindringt, gibt dir einfach mal Tipps. So, oh, lol, hier sind auch ein paar Trainer und 3 Teleporter. Das wird jetzt relativ kompliziert. Relativ kompliziert. So, 3 Pokémon als Gegner. Zuerst ein Gladiantri. Und da wäre jetzt Finn eigentlich ganz gut gewesen mit einer Feuerattacke. Nico kann ich hier eher weniger gebrauchen. Soll ich René oder Finn einsetzen? René, weil es kann immer noch eine Unlichtattacke kommen und dann bei Finn wieder nicht gut aus. Metallsound und René wehrt die Attacke ab. Gut. Fußkick, Gladiantri ist wahrscheinlich nicht ganz so schwer. Ich hoffe, dass Fußkick trotzdem reicht. Wunderbar. Level 46 für Nico. Und Gladiantri. Ja gut, René, mach ruhig mal weiter. Ich bin ja auch froh, dass René endlich mal eine andere Kampfattacke hat. Nicht mehr hier Krafthieb oder wie das hieß. Oder Kraftschub. Ne, Kraftschub war es nicht. Irgendwie so war das. Die hatten wir einfach lange drinne. War auch eine relativ gute Attacke. Also ich war mit der zufrieden. Hat ja auch ab und zu paralysiert, was auch sehr vorteilhaft war. Es wurde Zeit für eine stärkere Attacke. So, was ist mit dir? Ah, du bist auch noch ein Trainer. Jemand, der kämpfen will auf jeden Fall. Beziehungsweise sterben will. 2 Pokémon. Zorokex. Ist glaube auch Unlicht, oder? Ah, da kann ich wieder mit Nico nicht viel anfangen. Ich versuche mal Gegenstoß. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Oh, shit. Gut, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Oh. Auswechseln sofort. Rüber zu René.
Es war ein Versuch wert, also probier das ja auch gerne so ein bisschen nochmal aus. So, Fußkick. Hau es weg! Bei Zorokeks denke ich auch immer, dass es vom Typ Kampf ist. Was war das für eine Attacke? Auf jeden Fall nicht sehr effektiv. So, Metallklaue noch. Ich hier AP mal ein paar spare. Dann ist es besiegt. So, ein Cleopatra. Ja, auch wieder jemand für René. René ist hier bei den ganzen Unlicht-Pokémon eigentlich genau der Richtige. Weiß nicht, was ist denn noch gegen Unlicht sehr effektiv? Ich habe hier ja Pokewiki noch offen. Glaube ich, nee, habe ich nicht, aber ich kann ja Pokewiki mal kurz öffnen. Cleopatra ist doch nur vom Typ Unlicht, oder? Ja, genau. Kann ich hier auch gleich mal schauen, was gegen Unlicht sehr effektiv ist. Kampf, Käfer. Kampf und Käfer. Na gut, Käfer haben wir nicht. Gut zu wissen. Also wir haben gegen Unlicht nur Kampf. Überhaupt nicht wirksam ist Psycho und wenig wirksam ist Geist oder Unlicht. Achtung, Achtung. Eindringlinge an Bord. Alle Mann auf Gefechtsstation. So, jetzt wurden auch die Armee hier oder die Übel alarmiert. So, Nico ist nach vorne. Bräuchte aber eine Heilung. So, let's go. Nächster Trainer. Hey, guck mich an. Guck mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Wieder ein Unlichttyp. Kapuno, was war das? Das war ein Drache-Pokémon. Das weiß ich. Das war Drache, aber ich weiß nicht. Nur Drache? Ich probiere mal Psychokinese. Ah, Drache und nicht wahrscheinlich. Cheat. Und wieder rüber zu René. Michelle könnte ich da auch einsetzen, aber Michelle ist momentan noch vergiftet. Ich könnte sie natürlich heilen. Aber muss ich jetzt nicht um. Oh, Drachenstoß. Huiuiui. Sehr starke Attacke, nicht sehr effektiv. Gegen den Stahltyp. Fußkick. Let's go. Einfach jetzt ein bisschen auf Risiko gehen. Sehr schön. Ich wollte schon gerade sagen, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber doch, ein Glück. So, noch ein Kapuno. Weiter geht's. Kommt noch ein Fußkick. Hat eben schon schönen Schaden gemacht. Sehr gut. Kann auch sein, dass er bisher nur vom Typ Unlicht ist und dass der Drachentyp noch später kommt. Das kann natürlich auch sein. Aber Unlichttyp hat der Typ auf jeden Fall. Haben wir ja gesehen. Psycho war überhaupt nicht wirksam. Level 48 für René. Sehr schön. So langsam holen wir auch vom Level her ordentlich auf. Zum Beispiel Jonas, der war ja am höchsten gelevelt, als wir ihn abgelegt haben. Jetzt ist er auf Level 46 noch. Somit am niedrigsten eigentlich gelevelt. Aber, ja, ich kann Jonas jetzt nicht schlecht holen. Wir haben ja hier auch kein Pokécenter oder so. Irgendjemand, der unsere Pokémon heilt, das wäre ganz gut. Sehr schön, wir haben eine Barriere deaktiviert. Was geht hier noch weiter? Oh, Reshiram, okay. Uns erkommt das andere. Wir kriegen hier Einträge von. Okay. Mit dem Pokémon wäre es ein leichtes, über die eine Region zu herrschen. Schade, zuerst halt, dass der ein Trainer ist und ja, da habe ich ihn einfach nur mal so angesprochen. So, nächster Trainer. Oder zwei, besser gesagt. Wir haben jetzt erstmal Luke vorne. Ich hoffe mal, Luke kann hier oben mal ein bisschen reißen. Ah, oh, wieder das Vieh. Ich glaube, das kann auch Bodenattacken haben. Oder ist das nicht vom Typ Boden und nicht? Ich glaube ja. Genau, Bohnen und nicht. Das heißt, eine Bohnenattacke macht, eine Elektroattacke macht hier überhaupt keinen Sinn. Das kann ich nur einsetzen.
könnte vielleicht mal Michelle heilen. Ich weiß nicht, wie. Oder soll ich mal eine Top-Genesung einsetzen? Wäre dann doch ein bisschen zu viel verlangt. Ich bin gerade am Überlegen, was ich machen kann. Erstmal ein super Tank, damit ich ja schon mal so ein bisschen gehalten ist. Die Bohnenattacken treffen ja Luke nicht, daher. Fühle ich mich relativ sicher hier. So, und jetzt noch ein Gegengift für Michelle. Na gut, Sandsturm, das macht eigentlich nichts aus, wenn wir gleich zu Michelle wechseln. So, Michelle ist so auch noch auf Level 46. Marotzer, okay. Ey! War nicht so viel Schaden hier, ey. Ach komm, hier einfach mal einen Hypertrank. Einfach hier mal uns gönnen. Das macht mehr als die Hälfte Schaden. Nicht eher weniger schön. Setz einfach mal Erdkraft ein. Ich möchte jetzt hier nicht schon wieder wechseln. Einfach mal ein bisschen auf Risiko gehen. No risk, no fun. Und Risiko hat sich gelohnt. Sehr schön. Radikal. Na komm, da kann ich jetzt kurz wieder zu gut wechseln. Oder soll ich Finn einsetzen? Komm, wir wechseln zu Finn. Weil dann kann Radikal eigentlich nichts machen. Es sei denn, der hat natürlich noch eine andere Attacke. Keine normale Attacke. Er könnte Biss oder so oder Knirscher haben. Einfach mal abwarten. Hitzewelle. Gewissheit hat er. Sehr effektiv, aber macht nicht ganz so viel Schaden. Sehr schön. So, das weiter versuche ich mal mit Gegenstoß. Sollte auch gleich stärker sein, weil wir als zweites angreifen oder als letztes besser gesagt. Warte jetzt nicht Hitzewelle die AP noch verbrauchen. Man merkt richtig, wie wir ins Spitzen kommen. Die AP neigen sich auch dem Ende zu. Wird Zeit, dass wir hier mal weiterkommen. Herr Reto hätte uns auch mal ruhig eine Heilung geben können. Bin ich mal ganz ehrlich. Warum hat er uns keine Heilung gegeben? Und Smogmog? Okay. Soll uns jetzt hier egal sein? Donnerblitz. Ach, hier Luke, der hat noch volle AP. Können wir hier ein bisschen mit Luke arbeiten? Nicht, wenn er vergiftet ist und so viel Schaden abträgt. Mann. Boah, fast besiegt. Leider haben wir keine Prioritätsattacke mit Luke. Komm, Nico. Du musst da jetzt was reißen. Waschbombe. Das macht nicht so viel Schaden. Doch, uns wieder vergiftet. Wie viel Pech haben wir denn? Komm, Nico, du greifst als erstes an. Bitte. Sehr schön. Weg mit dem Vieh. Ich dachte schon, ja, macht kaum Probleme bestimmt. Pustekuchen. So, hier nach unten. Haben wir den schon besiegt? Ich weiß es nicht. Michelle, komm du mal nach vorne. Ich verteile jetzt auch mal zwei oder drei Supertränke. Die haben halt auch nicht mehr so viel. So, René für einen Notfall. Ja komm, das reicht erstmal. Okay, mit dem haben wir schon gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich schon überall war. Probier einfach rennen mal ein paar Teleporter aus. Da waren wir schon, dann gehen wir mal hier hin. Da, nächster Schalter. Zwei brauchen wir noch. Ich glaube hier, den haben wir noch nicht besiegt. Doch, haben wir. Okay, gut. Okay, da geht's nicht zum Schalter. Ich möchte noch mal kurz auf der anderen Seite schauen, weil hier unten war ich noch nicht. Und es hat sich... Ne, hier waren wir schon, okay. Chat haben wir schon betätigt. Das weiß ich, weil wir waren schon unten rechts.
So, gehen wir nochmal hier durch. Obwohl, von dort kamen wir. Okay, da haben wir schon alles erkundet. Gehen wir jetzt nach oben. Rechts. Von hier aus geht's dann auch erstmal weiter. Hier vielleicht? Boah, so viele Wege. Das ist sehr, sehr verwirrend hier. Okay, Schalter Nummer 3. Sehr schön. Nur noch einer. Nur noch einer. Wir kriegen es hin. Es ist halt jetzt ein bisschen schwierig herauszufinden, wo jetzt der letzte ist und wo wir überhaupt schon waren. Hier waren wir bestimmt schon. Okay, ich gehe mal hier oben jetzt lang. Einfach auf gut Glück. Jetzt hier oben lang. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt hier nach unten. Mann, irgendwo muss doch hier die Lösung sein. Ich teleportiere mich nochmal weg. Man kann hier leider auch keine Brotkrümel oder so hinlegen, dass man weiß, aha, hier war ich schon sozusagen. Aber die Trainer haben wir schon alle... Moment mal, hier waren wir noch nicht. Die Betten in diesem Zimmer sind alle unbenutzt. Wenn du mir nicht glaubst, überzeuge dich selbst davon, bevor du dich ausruhst. Ach lol! Hier kann man sich heilen! Ja moin, geil! Ging das in jedem Raum? So? Unser Team ist wieder komplett geheilt. Sehr, sehr schön. Ein Magma-isierer. Erstes Wort. Okay, hä? Ach, das sind nochmal ein paar Trainer. Okay. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil hier waren wir halt noch nicht. Das heißt, das könnte der Teleporter oben links sein, der uns noch fehlt. Ein Deponitox. Kommt mir sogar genau richtig. Da kann ich Erdkräfte einsetzen und dann ist es weg. Boah, neue Power. Das ist etwas, was wir unbedingt gebraucht haben. Eine komplette Heilung. Das haben wir unbedingt gebraucht. Aber ich muss dazu sagen, das war trotzdem schön spannend. Zu sehen halt, mit welchen Pokémon greifen wir an. Da zu prüfen, da halt ein bisschen zu improvisieren. Das hat schon Spaß gemacht. Das ist halt auch das Schöne, wenn man wirklich ein komplettes Team hat, mit so vielen unterschiedlichen Typen. Man baut aufeinander auf, sozusagen. Wenn eins mal rausfällt, kann man immer noch mit einem anderen da nachhelfen. Ein Rollum. Käfer, Gift. Setze ich mal Pflege? Nein. Toxin, sehr schön abgewehrt. Und bam. Effektiv. Er setzt Kraxler ein. Ist das eine Gesteinsattacke oder normaler Attack? Ich glaube normal. Sieht nach normal. Obwohl. Doch, könnte normal sein. Feuer Odin. Jetzt hier nicht lang schnacken. Tschüss. Level 47 für Michelle. Und ein Kupmarder. Eigentlich kriegst du, ja, das kriegst du auf jeden Fall noch hin. So. Erdkräfte. Ruhig aufs Ganze gehen. Ich möchte gleich erstmal prüfen, ob ich hier auch ins Bett gehen kann. Weil sonst hätten wir das wahrscheinlich die ganze Zeit schon machen können. Der überlebt mit einem KP oder so. Ah, ist das bitter. Tschüss. Ich prüfe es mal. Ne, hier können wir nämlich nicht reingehen. Okay, nur in den einen Raum wahrscheinlich. Und hier ist der Schalter. Darum war halt dann auch der Typ da, der uns gesagt hat, hier, da kann man schlafen und so. Weil die Betten sind noch frisch gemacht worden. So, wir kommen hier wieder raus. Wir waren eigentlich jetzt in jedem Raum drin, genau. Gut, dann brauche ich jetzt hier nicht den Raum mehr überprüfen. Dann wieder hoch. Dann die hier durchgehen, weil die Schalter jetzt aktiviert wurden. Wo geht's jetzt hin? Der Velos. Keine Ahnung, wie der ist. Ich wechsle mal zu Luke. Du bist weit gekommen. Du bist ein beachtlicher Trainer. Wo du extra hergekommen bist, zeige ich dir etwas Besonderes. Sieh her. Das legendäre Eis-Pokémon.
Kyurem. BTF. Wir haben es wirklich gefangen. Die Eisgeschosse, die wir auf Twinbrook City abgefeuert haben, wurden mit Hilfe von Kyurems Kraft und Team Plasmas Technologie hergestellt. Also dann wird es zu einem Risiko für Team Plasma werden. Deswegen werde ich dich hier und jetzt aus dem Weg räumen. Reto, das kannst du vergessen! Danke, dass du die Barrieren deaktiviert hast. Das hat mir echt geholfen. Ich würde euch beide beseitigen. Doppelkampf oder jeweils ein Einzelkampf? Bin da jetzt sehr gespannt. Ich vermute so ein Doppelkampf. Ja, Doppelkampf, sehr schön. Cleopatra und Frigomentri. Okay. Frigomentri hatten wir ja schon. Die sind relativ stark. Da müssen wir jetzt sehr doll aufpassen. Aber Reto hat ja sein Feuer-Pokémon. Ich denke mal, er wird da eine Feuerattacke auf dieses Frigomentri drauf schicken. Wenn nicht, wäre das sehr, sehr dumm. Wir kriegen einen Eisstrahl ab. Ui, macht sehr, sehr viel Schaden. Okay, Schlitzer geht nicht auf uns, ein Glück. Er macht einen Kopfstoß. Warum keine Feuerattacke? Er hat es trotzdem besiegt. Guck mal hin. Er kriegt ordentlich Rückstoß. Sehr schön, Luke. Sehr, sehr schön. Level 47, Fragezeichen? Ah, noch nicht ganz. Geometry kommt nochmal. Ich denke, ich wechsle aber Luke aus. Guck mal. Zu wem könnte ich denn wechseln? Eigentlich zu Finn. Ja, Finn kommt mal in den Kampf. Hat ja eine schöne Feuerattacke, die auch beide trifft. Und Eisstrahl, ja, das macht nicht so viel Schau, obwohl mehr als gedacht. Oh nee, ist das denn ernst? Und setzt er keine Feuerattacke ein? Ja gut, Level 47 für Luke, sehr schön. Slam auf ihn. Ja, er hat sich selber so ein bisschen getötet, muss man ehrlich sein. So, Snibunna. Und so das Cheater. Weil ich muss Finn wieder auswechseln. Ich kann nichts mit einem gefrorenen Pokémon anfangen. Komm, Michael, du. Level 50 ist das Snibunna. Echt jetzt so? Ach du heilige Scheiße. Und das merkt man auch. Ja, das ist auch der größere Gegner jetzt. Oh, sehr schön. Erdkräfte. Egal auf wen. Ich weiß nicht, ob er als erstes angeht. Oh, nee. Und auf Michael. Michael ist weg. Vierfach Schwächer. Und eh schon geschwächt. Mist. Vielleicht war es nicht ganz so klug von mir. Aber wir kriegen jetzt auch nicht die schönen EP. Na gut, Finn kriegt die. Okay, gut. Würde schon sagen, wir kriegen jetzt nicht die schönen EP. Komm, Nico, komm du. Du schaffst das. Ich habe eben überlegt, ob ich René einsetzen soll, aber guck mal, das kriegt ihr hin. Nico braucht eh noch ein paar EP. Auch Reto kann setzen Hypertrank ein. Ja, gut. Darf er ja ruhig. Dann nehmen wir so lange an. Wir machen so viel Schaden. Sehr schön. Aber leider nicht besiegt. Na gut, Katzbrühe. Niedliche Attacke sozusagen. Haben wir auch nicht. So. Oh, die Endentwicklung von diesem Rollum oder wie das hieß. Psychokinese, sehr effektiv. Silberblick, ja gut, bringt uns jetzt nichts, weil wir speziell angreifen. Aber trotzdem werden wir es wahrscheinlich besiegen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja doch, wunderbar. Effektiv die Attacke. Und wie es dann hier weitergeht und was mit dem legendären Pokémon Kyurem ist, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Bis dahin, ich passe euch noch, schalt wieder ein und bye bye!